Hallo, Doki. Hä? Backe du Garme, sage ich nur. Backe du Garme. Hi Käse. Hi Rest der Welt. Hey Timsche, ja. So wie ist es? Ja, es ist dunkel. Ich finde es recht dunkel, ja. Ja, wir sind ja fast abgestürzt, Käse, ja. Abgestürzt? Ach so, fast. Ja, nicht nur, ja. Fast. Nur so ein bisschen, ja. Okay. Haben wir irgendwas zum Verhütten? Verhütten? Irgendwo noch ein bisschen Eisen, ein bisschen Sand, ein bisschen, weiß ich nicht, leckeren Kuchen, den man mal abschieben müsste oder so. Nein? Glaube nicht. Nicht? Na gut. Was ist hier mit den Steinen? Brutzeln die? Schmörgeln die? Ja, nö, da ist jetzt beides leer. Deswegen so, frage ich. Wunderbar. Warte mal, ich habe hier noch so ein Ding für dich. Zwei so Ding. Guck. Da. Ja. Vielen Dank. So, was ist denn hier voll die Schmuddelkiste? Hier ist auch noch irgendein Kram drin. Junglewood Planks, Black Wool, Brown Wool, hier so ein Schlumpi. Ja, hier ist ein bisschen Kram drin. Also die Wolle, die nehme ich mal an mich und dann kann die nämlich hier. Was heißt? Naja, ob das wohl passt. Ach, hey. Sind alles so schwere Entscheidungen, vor denen wir stehen. Ja, das ist, ja. Das sind Albträume, die sich da auftun. Ja, für mich auf jeden Fall, ja. Das ist ein einziger Albtraum, ist das hier. Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wolle, braune Wolle kommt hier hin, schwarze Wolle kommt hier hin, graue Wolle dahin vielleicht. Mhm. Noch mehr Wolle, dann machen wir hier so ein bisschen Wolle und dann machen wir noch da ein bisschen und dann ist alles gut. In dem Brunnen da hinten ist irgendwie Licht. Wo? Haben wir da mal eine Fackel gesetzt oder warum ist das denn? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben da irgendwie rumgefackelt. Timsche. Okay. Gefällt's dir oder findest du es scheiße? Nee, ich find's eigentlich ganz cool. Ich überlege, ob man den Brunnen da unten nicht auch noch beleuchten sollte. Ai. Brunnenbeleuchtung. Ja. Das ist sein Ding, nicht wahr? Hat doch irgendwie sowas Markantes. Ja, aber jetzt hier, ich weiß nicht. Ich würde hier ganz gerne die Kisten irgendwie hier so, ne? Und so. So da reinbauen. Was ich meine. Da runterbauen. Ja. Oder was meinst du? Weil ich meine, hier ist halt voll der ungenutzte, hier ist eine Besenkammer quasi. Und wir nutzen den Raum nicht, weil wir so viel haben. Und ja, so. Dann knall die mal da rein. Gutschigo, mach ich sofort. Können wir uns nämlich ausdenken, was wir, jetzt nämlich hier noch die ganze Schund. Okay. Da haben wir zumindest mal hier eine große Schundkiste. Komm, das machen wir jetzt hier. Ja, eine Schundkiste für unter die Treppe. Perfekt. Perfekto. Und ich guck mal, mach mir mal Gedanken, wie das oben weitergehen soll. Dann müssen aber wir warte mal, bevor wir hier Schundkiste. Ach so, aber wollen wir das nicht sowieso alles eins tiefer noch machen hier, Käse? Nur mal, um mal ganz blöd hier zu fragen irgendwie so, ne? Ach, Mr. Kack. Flinke. Weißt du, wie ich meine? Nein. Warte mal. Ach so, wegen deinen vier Dings-Dies und so, meinst du? Ja, aber da haben wir hier ein Problem mit der Treppe, nicht? Ja, da bin ich auch gerade am drüber nachdenken. Dann, da müssen wir es noch eins breiter machen fast. Ach, herrje. Ach, herrje. Jetzt wird's aber kompliziert, ne? Ja. Ne? Jetzt wird's aber wirklich kompliziert. Alter, wird das schwierig. Ja, oder wir... Oder lassen wir die Treppe so ein bisschen ums Eck hier rumgehen, ne? Dass sie quasi hier so anfängt. Ja, wir könnten sie auch... Ja, mein Gott, dann haben wir halt... Ich meine, es gibt doch viele Treppenhäuser, die verglast sind, oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Das kann man ja auch mal... Nein, also, das wäre nicht ganz so ein grundsätzliches Problem. Ja, mein Gott, jetzt probieren wir es einmal aus irgendwie. Wenn scheiße ist, dann ist reißt halt was, scheiße, ja. Dann setzen wir einfach wieder Fußboden rein. Ja, Selbstmord halt, oder? Ja, Selbstmord. Und dann hier Format C und alles ist vorbei. Ja, und wir schmeißen alles aus dem Fenster, was wir bisher an... Gute um und schlechte um uns hatten. Ich nulpe. Was mache ich denn? Ich nulpe. Ich nulpe auch. Hilfe. Gott. Ich verblick die Schlumbi-Kiste mit der Knusperkiste. Die Schlumbi-Kiste mit der Knusperkiste. Ja, jetzt gibt's hier nämlich eine Knusperkiste. Alter, die wird so lecker, wird die. Wo ist denn jetzt eine Knusperkiste? Ach, da. Hier kommt jetzt nämlich das ganze Essen rein, weißt du? Ach so, und wo ist denn jetzt eigentlich unser Eisen und so? Hilfe, ich hab nur das Gold. Echt? Ich habe auch das Eisen, Entschuldigung. Gib mir mal drei. Drei? Ja. Also gut. Oder sechs. Ja, jetzt, also gesagt, gell? Okay. Jetzt kriegst du drei, aber auch nicht mehr, ne? Nee, mehr, also, ich denke mal, im Zweifel bist du ja zuständig für das Bauen von den Werkzeugen, weil du hast es ja geübt. Ja, ich hab's voll drauf.
Wer grunzt hier? Grunzt hier wer? Ich bin nicht am Grunzen, Käse. Sicher? Ja, 100% sicher, dass ich nicht grunze. Na gut. So. Wollen wir doch mal sehen. Ach so, hier. Grußkiste. Was kommt hier noch rein? Lapis kommt da hinein. Lapis. Und ein... Ach so, du hast jetzt einfach hier unter mir weggebaut. Naja, ich zieh das hier jetzt knallhart durch. Ich zieh das so hart durch hier. Wollen wir hier auch die Kohle reinstecken? Ja, komm. Wir haben ja sonst eh keine andere, oder? Das stimmt. Also machen wir das halt einfach mal. Und da gibt's auch ein bisschen Eisen, ein bisschen Goldi. Goldi? Goldi. Ganz schön Goldi hier. Okay, gut. So. Gut. Jetzt muss hier ein bisschen geschippt werden. Ach so, und dann wollte ich doch... Ach so, hier. Hä? Schip. Ein bisschen Puls. Schip. So, elegant. Elegant. Wie kann ich denn jetzt hier mal so das... Ja, bitte wie hier? Ha? Ha? Wie meinen? Ach so, dann mache ich doch jetzt hier mal... So. Okay. Du stehst... Ach nee, du stehst doch nicht. Nein, ich stehe nicht. Du stehst nicht im Loch. Geil, ein Hochbett. So, haben wir es fast, hm? Wir haben es schon fast, Käse. Beinahe. Wir sind nahe an der Nase. Also, weg mit dir, weg mit dir. Jetzt haben wir auch noch eine Hochterrasse. Die ist auch hübsch. Okay. Wo ist das Rothaargebirge, Käse? Darf ich dir diese Frage stellen oder überfordert? Das darfst du, aber du kriegst keine Antwort. Überfordert dich die Antwort etwa? Ich habe keine Ahnung, von welchem Gebirge du sprichst. Vom Rothaargebirge. Ja, habe ich noch nie gehört. Nicht. Was will ich denn? Schaufeln wollte ich doch. Wo ist das Eisen? Habe ich vergessen. Hier ist es nicht. Da drüben ist es vielleicht. In der Grußkiste, da ist es gut. Aufgehoben. Ja, das sehe ich genauso. Okay. Sieht nach Schlechtwetter aus. Nicht gut. Wieso? Was ist so scheiße? Ein Sturm zieht auf, Tim. Ein Sturm? Ja. Ein kompletter Sturm? Ja, das wird fürchterlich. Das glaube ich dir nicht. Oh doch. Und dann wirst du Augen machen. Ich glaub's dir nicht, Käse. Doch. Ich bin da voll optimistisch, dass kein großer Sturm kommt. Na gut. Okay, noch eine Schaufel. So, ich mach jetzt wieder eine Schaufelparty. Tschüss, mach's gut. Schippst du Sand? Oh yeah. Ja, ich schippe jetzt halt alles, ja. Alles, was die Welt so hergibt. Alles wird weggeschaufelt. Der ganze Dreck muss weg. Und das ist mein Job. Ich würde gerne mal sehen, was die da im Dorf irgendwie gebaut haben, alles. So noch irgendwie diesen Krusch, nimmst du den jetzt gerade mit? Welchen Krusch? Bei den, die normalerweise so durch die Gegend bauen. What? Ja, die Dorfbewohner halt, ne? Die haben doch normalerweise so einen Baukram irgendwie so, ne? Ich hab die Molds, meinst du, oder was? Wovon sprichst du jetzt? Ja, halt von diesen gebrannten Ziegeln, ne? Ja, die Ziegelformen, die hab ich, ja. Die hast du? Ja, die hab ich, alle drei. Praktischerweise hab ich die alle. Okay, aber die meine ich nicht. Ich meine die gebrannten Steine. Ja, die hab ich, ja. Auch? Die hab ich auch, ja. Okay. Auch die habe ich. Wieso hättest du gern welche? Ja, ich bin halt am überlegen, ob man den Dorfbewohnern nicht noch ein paar zum Bauen geben könnte. Obwohl das natürlich immer das Absturzrisiko etwas erhöht, ne? Ja, das ist immer wenn so... Wenn die da anfangen zu bauen, dann stürzt auch das Spiel gerne mal. Ja, dann verschluckt er sich manchmal so ein bisschen, ne? Das kommt da mal vor. Jetzt müssen wir eh erstmal abwarten. Ich glaube, ich habe mich hier verbaut, ich Depp. Naja, aber nur ein bisschen. Vollidiot? Käsebrot? Ja. Nein, ich war's. Na gut. Ich war's. Du hast damit nichts zu tun. Na Gott sei Dank. Ja, ich guck gleich mal nach. Ich sammle hier ein bisschen rum. Ja, mach dir keinen Stress. Nee, mach ich nicht. Ich doch nicht. Voll den Baumist gebaut. Baumist? Bockmist? Ja. Das volle Programm. So, ich sag's dir, Käse. Das volle Programm. Naja, dann ist ja gut. Ich gehe gleich gucken, ja? Ja, mach das. Die müssen ja eh erstmal ausbauen, weißt du? Das muss man ja auch immer bedenken. Vielleicht sind die schon fertig. Ja, ich guck ja schon. Ja, mach dir bloß keinen Stress. Ja. Ich mach mir keinen Stress. Du machst dir Stress. Ich mach überhaupt keinen Stress. Doch. Ich möchte nur anmerken, dass mein Bett am Fliegen ist. Ich bin an der Grenze des Regens. An einer Regengrenze? Ja, abgefahren.
Gott, ist die Tür ist eins nach unten gefallen von alleine. Kann das sein? Oder hast du die neu ein- und ausgebaut? Die habe ich neu. Hier schneit's. Alter, das ist ja verrückt. Wo? Nur bei den Hindi-Pop-Hindis. Komm mal hier raus. Komm mal. Achso, das ist jetzt wieder die Frage, ob es bei dir auch so ist. Aber bei mir, hier ist Regen, da drüben schneit's. Das ist ja prächtig. Ja, hier ist echt mal Schnee, Alter. Das geht. Es kann ja nicht sein, dass wir auch noch unterschiedliche Wetterbedingungen haben. Doch, hier bei dir ist ja auch hier Regen, ne? Das ist übrigens nur so ein Quadrat irgendwie, also es ist nicht viel, was hier regnet und hier drüben schneit's. Oh ja, nur um den Baum rum. Können wir Weihnachtslieder singen? Oh ja. Oh, ich leg mal hier ein paar Geschenke drunter, sind halt weiß, na gut. So. Pass auf, sonst nimmt er die gleich mit. Hier, der Freund. So, na, ihr ja, Hindis, okay. Was baut ihr denn eigentlich, ihr Schneehindis? Nichts bauen. Schnindi-Pupindi. Kunjahain wollen sie bauen, ja? Kunjahain kein. Ja, das ist immer noch das gleiche Dingens hier. Dingens und ja, Bummens. Die brauchen mehr gebrannte Ziegeln. Die brauchen 68 Stück. 19 haben sie irgendwie. Ja, jetzt, wo ist jetzt die Mutti? Da. Hinter dir. Ach so, bei mir ist sie nicht. Dann gib mir mal den Kram. Ja, das ist ja wieder prächtig. Schön, dann vertick ich dir dann die. Mach du das mal, jawohl. So, Mutti. Ach, soll ich alles vertickern? Ja, ne? Ja, klar. So. Jetzt haben sie jede Menge. Jetzt bauen sie hier auch verbessern. Ja, Kunja. Ja. 63 Meter Nordwest. Hallo. So, wo ist Nordwest? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, das ist, wenn du hinter das Ding gehst, dann links. Also, ja. Da so. Da das Ding da hinten. Weißt du? Da ist nämlich noch Holz. Was ist das hier? Boah, voll der Schneekunjahain hier. Ja, da ist ein bisschen Schnee am Start, ja. Hm. Das kommt mal vor, nicht? Baut hier irgendwie. In der Wüste. Ja. Die Schneewüste. Im Hindi-Dorf. Jo. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Nee, ich glaube, der baut gerade keiner, oder? Hm. Bisschen lahmarschig, die Freunde, hä? Jungs. Ja, die haben nur keinen Stress, die Guten. Ach so, meinst du, die haben so die Ruhe weg? Die haben die Ruhe weg. Lass uns langsam angehen. Gemütlich halt. Was macht der hier? Was macht der? Hier hinten. Hier ist der. Ach so, hier ist der Reis. Gelbwurst. Oder? Nee, hier ist Bambus, okay. Bambus, Sugar Canes. Ah, okay. Komm ich da mit altem Bambus? Na, sowas aber auch. Okay. Machen wir es ihm mal ein bisschen schön. Ach, dieser Schnee, der stört so ein bisschen irgendwie. Ja, irgendwie mich auch. Kann ich sagen, dass ich glücklich bin mit dem Schnee? Nee, ich auch nicht, wirklich nicht. Okay. Kann auch nicht sagen, dass ich glücklich bin, wenn ich den hier Sandstein hinbaue. Ach, hier und hier produzieren die auch ihre eigenen Ziegel. Ja, hier ist der. Deswegen, das war das, was ich meinte. Die setzen die immer so auf Lücke irgendwie. Das sieht ja ein bisschen hübscher aus und so, aber ja. Ist halt uneffektiv. Ja. Brennen die den Kram dann auch oder? Gute Frage. Nö, ich glaube nicht, nee. Okay. Oder ich weiß nicht. Müssten sie ja eigentlich, oder? Also, wenn sie selber welche erzeugen, dann müssen sie hier irgendwo brennen. Andererseits brauchen sie natürlich irgendwie auch Dingsdi-Bumsdi dafür, Köhler. Ja, naja, gut, aber kriegt er halt Importkohle oder so aus Russland. Ja, aber ansonsten. Oder aus China. Wahrscheinlich, okay. Was? Vielleicht bauen die beides. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das sind so Hindi-Dinger, weißt du so. Das ist Hindi-Magie, ja. Hindi-Magie. Das muss man nicht verstehen. Okay, das habe ich natürlich voll verbockt. Dass man auch nicht nachvollziehen und so. Manchmal bin ich auch so auf den Kopf gefallen, Käse. Auf den Kopf und dann gibt's auch nicht Schmerzen und so. Ja, ja. Was denke ich mir bei solchen Aktionen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gar nichts. Ja, das ist der Punkt halt, ja. Deswegen sieht es dann so aus, wie es aussieht. Kacke. Ja. Scheiße. Sieht nicht scheiße aus. Es ist nur, sieht so aus, als ob ich mir nichts dabei gedacht hätte. So sieht's aus. Naja, das ist doch. Kacke ist anders. Ja. Kacke ist anders? Ja, ja. Aber eine Exzellenzinitiative würde ich damit nicht gewinnen. Nicht? Naja, dann haben wir halt unterschiedliche Maßstäbe. Oh, nein. So, hier ist mein fliegendes Bett. Sag mal, hast du noch ein bisschen Glas eigentlich? Achso, hier liegt Holz rum. Sieh mal einer an. Nee, ich habe kein Glas, Tim, nee. Was du da riesige Dinger gebaut hast, Käse. Riesengroß. Ja, gigantisch.